Hallöchen YouTube, da sind wir wieder mit etwas Verzögerung hier auf Twitch, weil es ein paar Problemchen gab. Ich habe gerade gesagt, der Stream heißt die Top 4 rücken näher, denn tatsächlich ist es gar nicht mehr so weit. Wir haben die letzte große Inselprüfung bei Hapu schon im letzten Stream erfolgreich hinter uns gebracht. Ich habe hier auch nicht trainiert. Meine Hoffnung ist, dass wir vielleicht in diesem Stream bis zu den Top 4 kommen. Dass ich dann nochmal ein bisschen trainieren kann und das Team optimieren kann und auf die Top 4 zuschneiden kann. Und dass wir dann im nächsten Stream quasi die Top 4 umhauen. Und dann sind wir mit Pokémon Sonne auch fertig, denn die Post-Story werde ich nicht im Stream machen, das habe ich ja auch schon gesagt. Weil ich mir noch einige Ultrabestien fangen möchte. Also auch mit entsprechendem Wesen etc. Von daher werden wir das nicht in Stream oder On-Stream machen. Das werde ich offline machen. Ja, wir sind Level 47 alle. Wir sollten... Ich glaube, ich weiß gar nicht. Der letzte Kampf vor den Top 4 ist mit dem Rivalen. Der ist ein bisschen über 50. Auf 51 oder so. Oder schon fast auf Top 4 Niveau. Die sind, glaube ich, auf 53, 54. Ich werde ein bisschen trainieren müssen vor den Top 4, deswegen hoffe ich, dass wir in diesem Stream tatsächlich bis zu den Top 4 kommen. Müssen wir sehen. Gibt es irgendwelche Pokémon zu wünschen? Du, aktuell tatsächlich nicht. Ich weiß nicht, ob du im letzten Stream da warst. Hab gesagt, dass ich das züchten im Moment. Ich habe so Phasen, da züchte ich mega viel und dann habe ich wieder Phasen, da züchte ich kaum. Und im Moment bin ich wieder in so einer Phase, wo ich eigentlich gar nicht viel züchte. Deswegen gibt es ja im Moment keine Wünsche. Der gute Rico, der gute Rilak, hat mir im letzten Stream schon das Magpie gegeben mit Munterkeit. Insofern habe ich im Moment tatsächlich keine Wünsche. Aber danke der Nachfrage. So, genug gequatscht. Geht los. So, hier begegnen wir der guten... Nee, jetzt hätte ich fast gesagt Kahili. Wie heißt sie denn? Ich habe ihren Namen vergessen. Toll, du inspirierst mich glatt zu einem Bild. Ein Bild mit dem Titel, mal überlegen, ich hab's. Reisender auf Pony. Aber ich hab gar kein Pony. Ach ja, ich bin übrigens Matsurika, heißt sie, genau. Ich bin der Captain hier. Was? Wie dem auch sei, ich war gerade mal wieder auf der Suche nach Inspiration für meine Bildor. Insofern habe ich leider keine Prüfung parat. Der Canyon von Pony ist schon ein echtes Wunder, findest du nicht auch? Wenn du den Canyon durchquert hast, wirst du übrigens sofort verstehen, wovon sich Ilima bei seiner Prüfung inspirieren hat lassen. Ach, bevor ich es vergesse, hier ein Andenken an unsere erste Begegnung. Ein Sylphium Z, der Feen-Z-Kristall. Kenne ich. Ich habe allerdings Phasen, in denen spiele ich Pokémon und andersrum. Ja, klar. Ja, tschüss, Matsurika. Aua, Hals, aufhören. Hallo. So, wir kriegen hier auf jeden Fall noch den Flammenwurf, den wir hoffentlich auch irgendwem beibringen können. Müssen wir mal gucken. Punker Jules. Hallo, Jules. Wir könnten den Knuddler... Pass auf. Einen Angriff fressen wir auf jeden Fall. Problemlos. Knuddler hätte in der Tat auch so ge... Ach, scheiße. Doch. Klar. Knuddler ist ja doppelt effektiv. Wenn er nicht misst. Tut er nicht.
Yay! Schutz wirkt nicht mehr. Ja, mach einfach mal. So, ging's. War denn das? Wo war denn der Flammenwurf? Ich weiß es nicht mehr genau. Ging es nicht hier hinten lang? Oh, hallo. Badam. Chuck! Na, wenn damit mal nicht Chuck Norris gemeint ist, dann weiß ich aber auch nicht. So, wir gehen hier auch einfach mal wieder auf Nummer sicher. Ich weiß gar nicht, ob wir schneller sind. Villenleser, okay. Das heißt, Quappus nächste Attacke trifft auf jeden Fall. Würde mir aber nichts bringen. Wieso heißt das Aerodactyl Chill? Das heißt nicht Chill, das heißt Chip. Das ist eine Hommage an einen Flugdino aus Ark. An mein erstes Flugtier, was gestorben ist. Deswegen heißt der Chip. Ein Hyperheiler. Toll. Ist hier noch was oder wie? Nee, alles klar. Ja, setz noch einmal ein. Wir können jetzt hier auf jeden Fall eine Abkürzung freischalten und können auch hier durch irgendwo. Ah, hier kommen wir, glaube ich, zur TM. Ist jetzt auch auf Tohaido? Das ist auf Lapras. Brauche ich aber, glaube ich, Tohaido. Wo habe ich ihn denn hingelegt? Dahin offensichtlich. Hallo, bitte kommen Sie. Badabab. Noch ein Kämpfer sollte für unser... Möchte gern Pikachu. Kein Problem sein. Ja, ich weiß, Mimikma hasst eigentlich Pikachu. Trotzdem. Es wäre irgendwie cool und irgendwie auch scheiße, wenn Mimikma nie die volle Zuneigung erreichen könnte, dem Trainer gegenüber, wenn man es Pikachu nennt. Knuddler und Chess. Knuddler hat noch nicht einmal gemisst. Knuddler ist eine Attacke, die gerne mal misst, obwohl sie 90 Trefferquote hat. So, liegt hier noch ein Item rum? Nope. Fuck, jetzt gehen wir wieder auf Dings. Nee, okay, alles gut. Ein Sonderbonbon. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gefunden haben. So viel sind es, glaube ich, nicht. Die werde ich aber auch nutzen. Kurz vor den Top 4. Einfach weil. Und hier liegt der Flammenwurf. Bam, 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 bam. Das wollte ich nicht. Ich wollte gucken, wer es erlernen kann. Kacke, ne? Beide eher auf der physischen Seite stark. Gut, wir brauchen ihn auch nicht wirklich. Wir brauchen ihn auch bei den Top 4 nicht wirklich. Ähm.
Also insofern ist es gar nicht so schlimm, dass es keiner lernen kann. Ich glaube, Garrus könnte es lernen. Also Alola-Knogger, aber bringt uns auch verhältnismäßig wenig. Weil Alola-Knogger ebenfalls physisch stark ist. So, jetzt können wir uns hier erstmal kurz gleich eine Abkürzung freischalten. Jetzt muss ich mal gucken, steht Lilly noch vor der Tür und heilt? Das wäre natürlich gar nicht das Schlechteste. Und hier hinter dem Stein ist mal ganz dreist eine Zygarde-Zelle versteckt. Lilly, bist du noch da? Nö. Dö. Eine Sache haben wir jetzt noch, das sollte aber auch kein allzu großes Problem werden, und zwar der letzte Herrscherkampf. Nachdem wir die drei Trainer hier weggeboxt haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Falls wir irgendwann mitten im Stream jetzt schon zu den Top 4 kommen sollten. Ob ich die dann unterlevelt probiere. Ich weiß es nicht. Oder wisst ihr, was ich mache? Ich mache jetzt einfach gleich den OP-Teiler an. Dann sollten wir da safe sein. Was mache ich denn? Dann sollten wir da safe sein. Ja, wie der Kopf immer zur Seite klappt. Knoddeln Sie es. Ja. Scanner. Ich glaube wohl. Lapras. Muss mal Sally mit dem Durchbruch machen, glaube ich. Hallo Sally. Boah, wie es knallt, wenn Lapras auf den Boden aufkommt. Das wird ja 3 Tonnen wiegen. Ja, Bodyguard kannst du machen, wie du lustig bist. Ui. Da sind wir ja fast besser dran mit einem Gifthieb, wa? Na, nimmt sie nicht viel. Die essen wir auf, die Hydropumpe. Oh, ist ein Speed-Tie? Eben waren wir doch schneller. Ist offensichtlich ein Speed-Tie. Das hat man zu so einem späten Spielzeitpunkt auch eher selten. Ich wollte den OP-Teiler anmachen. Da. Immer mal gucken, ob der Stream noch läuft, weil ich traue Twitch heute Abend keinen Millimeter mehr. Hallo Dark Crone. Wuff, wuff.
Nehmen wir mal der Mary Sue. Ja, brüllt er mich weg. Ich glaube, es hakt. Gut, dann kriegst du halt. Dann kriegst du halt DZ Schaumserenade. Soll mir auch recht sein. Ibis. Ja, das bringt nun gar nichts. Ich habe noch kein Pokémon getötet. Macht aber trotzdem. Da sieht man mal, was Bisbark eigentlich auf dem Kasten hat. Kein Pokémon getötet. Und Bisparks Heimzahlung haut rein wie Sau. Genki-Dama. Hab heute Pokémon Sonne bekommen. Na, dann wünsche ich dir viel Spaß. Sida Aslan? Sida Raslan? Ich weiß es nicht. Ich mag die neuen Editionen, muss ich sagen. Oder die siebte Generation an sich. Ziemlich viele coole Neuerungen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es diese klassischen Arenen nicht mehr gibt. Ich finde, dieses Prüfungssystem ist okay. Kann man machen. Ja, aber... Ne, Moment, hier resistieren wir Pflanzenattacken vierfach. Gar nicht. Ich lüge. Sida Aslan, alles klar. Ich finde diese kleinen und großen Prüfungsgeschichten eigentlich ganz cool. Aber, weiß ich nicht, die klassischen Arenen, ich weiß nicht, vielleicht weil ich seit Jahrzehnten, sage ich mal, ja, sind schon fast Jahrzehnte, nicht anders gewohnt bin aus Pokémon. Das war ja schon, muss man ja zugeben, eine recht radikale Änderung. Finde diesen Festival ein cooles neues Feature. Ja, das ist auch, wenn man weiß, wie man damit umgehen muss, ist es auch ganz cool. Aber ich würde mir wieder die klassischen Arenen zurückwünschen. Klavion. Schwebt Klavion? Ja, früher war alles besser. Ich glaube, Klavion schwebt nicht. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ich werde es ja gleich sehen, wenn ich ihm die Pferdestärken um die Ohren haue. Oder haben wir haben hier Erdbeben gelernt, ne? Wir haben ja das Erdbeben. Bam! Magieraum, alles klar. Nee, Klavion kann aber Magnetflug erlernen, ne? Nur dann schwebt es, ja? Da war was. Hab mir Bautz ausgewählt. Ja, Silvaro ist cool, also die Endentwicklung. Wir spielen ja hier mit Robball bzw. Primarene. Und ich habe in meinem privaten Mondspieldurchlauf mit Fuegro gespielt. Fuegro finde ich irgendwie nicht so cool. Weiß ich nicht. Die ersten beiden Entwicklungsstufen finde ich top. Aber der Sprung zur dritten finde ich ist ein bisschen krass. Habe ich aber, glaube ich, schon öfter mal erwähnt, dass ich diesen... Dass das plötzlich zu so einem Wrestling... Feuer, weiß ich nicht, was wird. Löwe auf zwei Beinen oder... Weiß nicht. Bah. Ist mir halt nicht konsistent genug, die Entwicklungsreihe. Im Aussehen irgendwie. So, den Kampf machen wir noch. In dieser Folge und dann... soll es das für diese Folge gewesen sein. Hallo Mimikma. Ja, ich würde fast sagen Slimog. Ja. Genau das hat ein YouTuber namens Domtendo auch gesagt, dass die drei Entwicklungen, die dritte Entwicklung, ja, ist es, ist halt, man sieht es halt auch am, holy shit, ist Granbull schneller?
Nehmen wir einen Hypertrank. Genau, es ist ein Wrestler. Gut, einen essen wir noch und ein Gift. Also wenn es kein Crit ist. Gift-Tipp sollte eigentlich reichen. Aber wir sind jetzt schneller, okay. Naja. Ja, es reicht. Okay. Und da muss ich sagen, finde ich von den Startern gesehen, die anderen zwei Entwicklungsreihen schon ein bisschen konsistenter. Also wenn wir sehen, Robal, Marikek und Primarene, das passt schon irgendwie. Und Bautz, Abortos, Abortos und Silvaro passt halt irgendwie auch. Reden wir mal über die Sonne-Mond-KI, warum die so schlecht ist. Ja, die ist, ja. Hat ja Geowatz, bleib mal drin. Hat man ja in Suis Monolog, Monogiftlog gesehen, dass Tarnsteine, wow, dass die Sonne-Mond-KI teilweise schon sehr krass rumchoked und Moves einsetzt, wo man sich ernsthaft fragt, warum. Das merkt man. Danke für den Follow. Das merkt man, wenn man es ganz normal durchspielt, fällt einem das gar nicht so auf. Entschuldigung, mein Hals tötet mich. Das fällt einem eigentlich nur auf. Nee, Liebreiz brauchen wir nicht. Oder fällt einem viel, viel stärker auf. Wenn man... Ist Wassereis, ne? Austausch. Wenn man es irgendwie in einer Challenge spielt, also in einer Nuzlocke. In einer irgendwie gearteten. Ich fände den Hardcore-Modus für Pokémon-Spiele geil mit verbesserter. Gab's das nicht mal sowas ähnliches? Dieser Hürden-Modus? Wo waren das? Dritte Gen? Vierte Gen? Da waren zumindest die Pokémon der Gegner im Level höher. Ich weiß nicht, ob die KI da auch besser war. Komm, wird schon gehen. Nein! Außer es ist ja physisch, defensiv ein bisschen gut. Pass auf, wir machen das aber folgendermaßen. Ein Schwertanz. Perfekt. Und dann gibt's die Z-Attacke ins Gesicht. Und dann beenden wir die Folge. Ich überziehe schon wieder maßlos. So, Basuf. Natürlich mit der Dunkelklaue und nicht mit dem Schattenstoß. Ich fand, Pokémon X hat mir immer sehr viel Fun gemacht. Ich muss sagen, mir hat jedes Pokémon-Spiel bisher Spaß gemacht. Also, ich fand bei X die Story, also XY die Story ziemlich cool. Und hier in der siebten Gen bei Sonne und Mond, muss ich sagen, gefallen mir halt die meisten Änderungen gut. Dass es keine VMs mehr gibt, finde ich mega. Gut, das mit den Dings, mit den Prüfungen habe ich jetzt schon erwähnt, dass ich das nicht so prickelnd finde. Aber alleine, Schutzschild. Alleine die Tatsache, dass es keine nervigen VMs mehr gibt, ist eigentlich schon das Beste, was es gibt. Was sind nochmal VMs sind, die du in den vorherigen Generationen gebraucht hast, also Surfer, Kraxler, Zerschneider, Zertrümmerer. Das ist das. Gengar. Wir bleiben mal. Gengar ist schnell.
Ich weiß, wir haben eine... eine Geistschwäche. Ein Schattenstoß mit plus 2 tötet Gengar nicht, oder? Probieren wir es mal. Oh, Junge! Natürlich tötet er. Was? Ja, Silvaro, Kunstschütze, Primarene, Kunstturner, Seiltänzer und die Mieze, Gewichtheber. Alles klar. Ja, ich würde Primarene auch gerne mal auf dem Seil tanzen sehen. Leitteiler. Eigentlich ganz cool, aber brauchen wir aktuell im normalen Playthrough ist das eher nicht so notwendig. Turmkick, wer kann Turmkick? Wer? Frubi. Ah, Fußtritt ist halt wegen der Init-Senkung ziemlich cool. Und Turmkick macht halt mega viel Damage. Wir können den Stampfer eigentlich rausnehmen, oder? Ja komm, Stampfer weg, Turmkick her. Zack, zack. So, jetzt sind wir bei 27. Der letzte Kampf hat irgendwie länger gedauert als erwartet. Ich habe auch wieder nur rumgesülzt. Okay, dann soll es das für diese Folge gewesen sein. Wir gehen beim nächsten Mal in diese Höhle und werden uns dem letzten Herrscher stellen, der aber kein allzu großes Problem sein wird. Ja, das kriegen wir alles lässig hin. Ich sage bis hier, danke fürs Zuschauen, es hat euch gefallen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.